Fußball ist für mich und für meine Familie ist ganz wichtig. Wenn ich unterstütze meine Jungs, ja, zum Fußball, das sind also familiäre Fußballvereine, gucken wir auch Fußball zusammen. Kevin spielt bei VfB Stuttgart, der Nico spielt bei Hoffenheim und der Dominik spielt bei VfB Halle. Wenn Nico spielt in Hoffenheim, gehen wir nach Hoffenheim, gucken wir das Spiel an und dann packen wir den Nico an und dann gehen wir zum Dominik, das Spiel anschauen auch und dann nach dem Spiel gehen wir zum Kevin, wenn sie schafft und dann holen wir den Kevin ab von dem Spiel, ja, wenn sie klappt. Der Traum ist, einmal Profi zu werden. Ja. Dominik haben wir schon gemerkt, wo ganz klein war mit Ball, war immer mit Ball im Bett, immer Ball mit geschlafen, mit 3 Jahren schon. Ja. Und er war immer verrückt mit Ball. Ja. Und dann mit 4 oder 5, diese so ein Verein in Öffingen, haben wir auch gemeldet. Und Nico auch war auch verrückter Fußballer. Und der hat immer hinter Dominik immer zusammengespielt und da haben wir gemerkt, es gefällt auch Fußball. Und da haben wir bei SSV Vuelva auch angemeldet und so Kevin auch nach den 2 Jungs. Was wollte man warten, der dritte auch Fußball verrückt. Und Kevin hat in Waiblingen gespielt von ganz klein und wollte schon sofort VfB Stuttgart. Also die andere Leute haben immer gesagt, die Argentinischen, ja, jetzt kommen die Argentinischen und gewinnen alles, ja. Ziel von Familien ist, dass meine Jungs, meine kleine Tochter, glücklich sind. Diese glücklich hat so viele Bedeutung, ja, in der Schule, im Leben, Familien, bei Fußball. Und in diesem Moment in die Fußball, wie jeder Junge, wie jeder Kind, als Profi zu werden, das wäre ein großer Traum. Ja? Aber die wissen, das ist nicht einfach und dass viel, viel Arbeit müssen, noch viel und viel Glück auch noch dazu, dass keine Verletzung wird und solche Situationen. Und ich wünsche für meine Jungs alles Beste. Ja. Wir sind die Familie Sessa, wir hoffen, dass einer von uns Fußballprofi wird. Wir hoffen auf eure Unterstützung.